Willkommen zu einer neuen Woche und somit einer neuen Ausgabe unseres Kanal 3 Steiermark Magazins. Wir starten wie gewohnt mit unserem Thema der Woche. Die Kraft der Zirbe, die ist uns allen bekannt. Kein Wunder also, dass sich viele Betriebe rund um Judenburg, Weißkirchen und Obdach den Baum verschrieben haben. Für unser Thema der Woche waren wir im steirischen Zirbenland unterwegs und haben uns über die sogenannte Königin der Alpen informiert. Ganz genau geht's ums Zirberl. Das steirische Zirbenland liegt im oberen Murtal und ist ein beliebtes Ausflugsziel. Namensgeber für die Region ist die Zirbe. Sie ist einer der widerstandsfähigsten Bäume und man sagt ihr viele positive Eigenschaften nach. Laut einer Studie vom FH Johanneum Research in Graz ist die Zirbe sehr beruhigend. Ja? Sie erspart dem Körper beim Schlaf von 8 Stunden eine ganze Stunde Herzarbeit. Deswegen hat das Zirbenland bei uns 25 Stunden am Tag, nicht nur bloß 24. Des Weiteren ist die Zirbe auch desinfizierend, beruhigend, hilft bei Angst und bei Ermüdung. Also es gibt verdammt viele sehr positive Eigenschaften, die die Zirbe hat. Da ist es kein Wunder, dass auch die Zirbenprodukte etwas ganz Besonderes sind. Neben Möbelstücken und Dekoration aus Zirbenholz gibt es Zirbenöl, Zirbenseifen, Zirbensirup oder den Zirbenschnaps. Aber wie wird der eigentlich hergestellt? Fürs beliebte Zirberl benötigt man in erster Linie jede Menge frischer Zirbenzapfen. Bei uns ist es einfach so, dass wir so schnell wie möglich verarbeiten. Man nimmt die Zirbe her, schneidet sie in Scheiben und gibt es eigentlich gleich direkt in Schnaps. Das ist das Wichtige. Und dann kommt es halt je nachdem drauf an, aufs Rezept drauf an, wie lange man dann den Zirbenschnaps dann halt so lagert, wie viel Zucker man dazu gibt, wo er gelagert wird. Vielleicht und in die Sonne, vielleicht geben wir ihn in den Keller, vielleicht geben wir Honig dazu. Verschiedenste Varianten. Manche sagen mit Kantis, mit Honig, mit Staubzucker, mit Apfelschnaps. Wie soll man sagen, es hat ja jeder so seine Variante oder sein Geheimrezept dazu. Also wir sind ganz klassisch beim Zirberl. Also da ist nicht viel dabei, außer Zirbe, also Zirbenzapfen, Korn und Zucker. Je nach gewünschter Intensität nimmt man 3 mittelgroße Zapfen für 1 Liter Zirbenschnaps. Aus 1 Kilo kann man in etwa 4 bis 6 Liter herstellen. Für einen guten Geschmack sollten die Zirbenzapfen frisch sein und daher rasch verarbeitet werden. Es macht viel von den Aromen aus, es macht aber auch viel von der Trockenheit vom Zirben aus. Wenn der Zirben schön frisch ist, dann nimmt der Zirbenzapfen selber nicht so viel Schnaps an. Wenn der jetzt austrocknet ist, ist natürlich das wie ein Schwamm, der saugt einmal die Zirbe auf, also einen Schnaps auf und gibt halt auch weniger Aromen frei. Für die Ernte der Zirbenzapfen hat man nur ein begrenztes Zeitfenster. Die Zirbenzeit beginnt in der Regel Ende Juni, Anfang Juli. Heuer waren wir später dran aufgrund der Kälte. Muss man sagen, dauert 4 Wochen. Und schaut so aus, man kann die Zirbenzapfen bei den Bauern erwerben oder verschiedene Sammelstellen kann man das auch machen, so wie wir eine sind. Die Zapfenernte ist nicht ungefährlich. Die Zirbe wächst auf einer Seehöhe von 1500 bis 2500 Metern und wird bis zu 25 Meter hoch. Da es sich um keine Fallernte handelt, müssen die Bäume erklettert und die Zapfen per Hand gepflückt werden. Gepflückt werden nur rund 50% des Bestandes, um die Weiterverbreitung durch den Tannenheer nicht zu gefährden. Der Standort Stolzalpe des LKA Murtal, der darf sich künftig über Neuerungen freuen. Nicht etwa Neuerungen in der Medizintechnik, sondern eher kulinarisch. Die Betriebsküche, die wird nämlich komplett neu gebaut. 4,7 Millionen Euro werden hier investiert. Am LKA Murtal, Standort Stolzalpe. An erster Stelle stehen natürlich immer die modernsten Geräte und die Medizintechnik. Jetzt ist aber etwas anderes an der Reihe, und zwar die Küche. Diese wird an dem Standort neu gebaut. Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Wir haben überlegt, sanieren wir die bestehende Küche oder bauen wir eine neue Küche? Und wir haben uns dafür entschieden, eine neue Küche zu bauen. Das macht ca. 4,7 Millionen Euro aus. Die Gewerker werden vor allem aus der Umgebung kommen und wir freuen uns richtig auf diese neue Küche. 2023 wird sie eröffnet
alle Hygienestandards werden erfüllt. Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Küche wird es natürlich noch besser zum Arbeiten. Und für die Patientinnen und Patienten und alle, die das Essen genießen wollen, es wird eine Cook-and-Chill-Küche. Das heißt, immer frisch gekocht, aber dennoch dann frisch aufgewärmt. Das heißt, das Essen wird nicht trocken und gar nichts. Und wir wissen ja, umso besser das Essen, umso schneller wird man gesund. Im Grunde genommen war es dem ganzen Direktorium natürlich wichtig, dass die Küche hier am Standort bleibt. Da gibt es die Aspekte zum Beispiel sozial, dass der Erhalt der Arbeitsplätze auch gesichert ist, aber natürlich auch für die Region. Weil wenn es die Möglichkeit gibt, dann werden wir natürlich regional einkaufen, um so auch die heimische Landwirtschaft zu stärken. 2 Jahre Bauzeit hört sich zuerst einmal sehr lange an. Es ist bei 1400 Quadratmetern und 4,7 Millionen gar nicht so schlimm eigentlich, weil man muss denken, da steckt unheimlich viel Technik drinnen in so einer Küche und wir müssen ja Begleitmaßnahmen auch machen. Abbruch des jetzigen Gebäudes hier, dieser alten Werkstätten, dann neue Zufahrtsregelungen, neue Bereiche für die Lieferantenzufahrten. Also das ist keine kleine Baustelle, die braucht schon ihre Zeit. Gute Küche ist einer von mehreren Wohlfühlfaktoren, auch in einem Krankenhaus. Die Mitarbeiter hier sind wirklich sehr, sehr bemüht, die Patienten gut zu versorgen. Und ich glaube, es ist ja wirklich so, wenn der Patient nach dem Spitalsaufenthalt nach Hause geht, das Essen war gut, das merkt man sich einfach. Die Leute waren freundlich und das Essen war gut, so gesehen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, um sich wohlzufühlen. Ja, da gibt es Studien, die das besagen, dass die Ernährung einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit und Genesung hat. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir so rundum versorgen, nicht nur darauf eingehen, dass es eben medizinisch und eine pflegerische Versorgung geht, das ist natürlich an erster Stelle, aber es geht auch um Fürsorge und es geht um das individuelle Wohlbefinden des Patienten. Im Juni 2023 ist die Fertigstellung der neuen Küche dann geplant. 30 Unfälle mit 45 Verletzten gab es vom Jahr 2017 bis 2019 bei der Grazer Problemkreuzung Kärntnerstraße, Wagner-Jaurek-Straße. Nun wird diese um 800.000 Euro entschärft. Ein neuer Rechtsabbiege- und Geradeausfahrstreifen soll helfen. Die Problemkreuzung kann auf eine äußerst traurige Bilanz zurückblicken. In den Jahren 2017 bis 2019 gab es hier ganze 30 Unfälle mit Personenschaden. Dabei wurden insgesamt 45 Personen verletzt, zum Glück gab es aber keine Toten. Viele der Unfälle passierten in den Morgen- oder Abendstunden, wo immer mehr Verkehr herrscht. Ein zusätzliches Problem an der Stelle ist auch das Linksabbiegen in den Grillweg. Hier kommt es oftmals zu gefährlichen Situationen und auch Unfällen. Es herrscht also dringender Handlungsbedarf. Verkehrslandesreferent Anton Lang hat nun verkündet, dass er sich der Sache annehmen wird. Daher haben wir uns entschlossen, jetzt diese Kreuzung umzubauen, nach umfangreichen Planungsarbeiten diese Kreuzung sicherer zu machen. Es werden rund 800.000 Euro in die Hand genommen, um diese Kreuzung in der Stadt Graz für alle Verkehrsteilnehmer, da geht es ja nicht nur um die Autofahrer, es geht auch um die Radfahrer, es geht um die Fußgänger, alle, die am Verkehr teilnehmen, einfach sicherer zu machen. Die Kreuzung wird ab dem 16. August um insgesamt 800.000 Euro entschärft. Mit dieser Maßnahme wird dieser Bereich wesentlich sicherer gemacht. Als Baumaßnahme an der Kärntnerstraße wird ein zusätzlicher, rund 57 Meter langer kombinierter Rechtsabbiege- und Geradeausfahrstreifen vor dem Spar für die Fahrtrichtung gegen Süden errichtet werden. Und ebenfalls ein Projektinhalt sind eine eigene Grünphase für Linksabbieger in den Grillweg. Also die Fertigstellung ist geplant, dass wir also in diesem Jahr soweit fertig werden. Ich gehe davon aus, dass, so hoffe ich, dass nicht Corona-bedingt es zu Verzögerungen kommt, so gehe ich davon aus, dass alles planmäßig über die Bühne wird gehen. Und es bleibt zu hoffen, dass die neuen Umbauten die vielen Unfälle in Zukunft verhindern können. Die Straßenbahnremise 3 in der alten Poststraße in Graz, die muss erweitert werden. Alternative gibt es keine. Die Heimgärten, die müssen daher weichen. Die Stadt Graz hat jetzt genug Geld in die Hand genommen, um Ersatzflächen für die Gärtnerinnen und Gärtner zu finden. Die Grazer, die ihre Heimgärten im Bereich der Straßenbahnremise in der alten Poststraße haben und jetzt ausziehen müssen, sind erschüttert. Es tut ihnen um die schönen Bäume und das viele Grün leid. Auch die Heimgärten auf dem Grund der Siemenswerke sind Geschichte. Ja, die Situation ist natürlich sehr schlecht für die Heimgärtner.
Wir wussten das, wir wurden im Vorfeld schon informiert, dass ein Bereich dieser Gärten wegfallen muss wegen der Erweiterung der Remise. Die Gärten wurden im vorigen Jahr bereits an die Stadt Graz übergeben. Der einzige Wermutstropfen ist eigentlich, dass im Süden von Graz am Zahleckerweg eine neue Anlage, eine neue Heimgartenanlage entstehen wird von der Stadt Graz aus. Die haben die im vorigen Jahr angekauft. Wie aus der Holding Graz erklärt, brauchen die 15 neuen Straßenbahnen, für die gerade die Ausschreibung läuft, einen Abstellplatz. Und der soll durch den Ausbau der Hallen- und Abstellinfrastruktur in der Remise 3 geschaffen werden. Etwas mehr als 9 Millionen Euro sollen hier fließen. Die Erweiterung der Remise wird bis 2024 fertig sein. Es ist bereits schon lange gewidmet gewesen als Sonderwidmung Kleingarten. Dort soll eine neue Anlage entstehen. Wie viele Gärten dort herauskommen, wissen wir bis dato noch nicht. Warum? Weil sich eine Abteilung zur anderen Abteilung von der Stadt Graz nicht einig war, wie breit wird die Begleitstraße zur A9, wie viele Gärten kommen dann heraus. Aber mittlerweile, bis zum Herbst, hoffe ich, dass mit den Grabungsarbeiten, sprich Herstellung der Infrastruktur, begonnen wird. Generell stellt die Stadt Graz den Heimgärtnern rund 530.000 Quadratmeter städtische und im Besitz der Holding befindliche Grünflächen zur Verfügung. Darauf befinden sich 23 Kleingartenanlagen mit rund 2.000 Mitgliedern. Ungefähr vor 4 bis 5 Jahren kann ich beobachten, hat die jüngere Generation jetzt großes Interesse an einem Garten. Früher war es eher die ältere Generation, vor 4, 5 Jahren hat sich das geändert. Die jüngere Generation, ich sage jetzt 30- bis 40-Jährige ungefähr, wollen jetzt auch ebenfalls einen Garten, weil sie es vielleicht von ihren Eltern gewohnt sind und das kennen und ihren Kindern die Natur näher bringen wollen. Dass sie ihren Kindern zeigen können, die Tomaten sind nicht im Supermarkt im dritten Regal links oben, dort wachsen sie, sondern die wachsen da und du kannst sie jetzt gießen und du kannst sie da jetzt ernten, also zurück zur Natur sozusagen. Und deswegen die jüngere Generation vermehrt und seit Corona natürlich. Vorher waren 1 bis 3 Anfragen pro Monat bei den einzelnen Vereinen. Seit Corona haben wir das, oder wie die Hochzeit war, täglich 1 bis 3 Anfragen gehabt, aber das nicht nur bei mir bei dieser Anlage, sondern allgemein bei allen 28 Heimgartenvereinen, die wir in Graz haben. Es ist also ein regelrechter Run auf die Heimgärten zu verzeichnen. Derzeit gibt es keine freien Plätze und immer mehr junge Familien möchten ein kleines Fleckchen Grün bekommen. Österreich ist auf dem besten Weg, eines Tages das beste Motorradteam der Welt zu haben. Der Nachwuchs, der ist allerdings noch rar. Das soll sich aber ändern mit dem Austrian Junior Cup und mit der neuen Mini-GP-Meisterschaft. Soll noch vor dem Red Bull Rookies Cup das ideale Schulsystem für junge Motorsporttalente geschaffen werden. Österreich präsentiert sich mit den Formel 1 und MotoGP-Rennen am Red Bull Ring regelmäßig als Motorsportland. Rot-weiß-rote Fahrer, Fehlanzeige. Das soll sich ändern. Road to MotoGP heißt das Förderprogramm für den österreichischen Motorradnachwuchs. Die Nachwuchsarbeit im Motorsport ist in Österreich lange zu kurz gekommen. Jahrelang ist das Thema ein bisschen brach dargelegen und da ist nicht sehr viel passiert. Wir wissen, in Österreich ist Skisport Nummer 1, es ist Fußball Nummer 2, nennen wir es so. Motorradrennsport war für uns jetzt natürlich die Aufgabe, da etwas zu tun, auch jetzt als Hersteller, gemeinsam mit einem Promotor, gemeinsam mit Red Bull Ring und gemeinsam auch mit der Föderation etwas in die Wege zu leiten. Und da ist uns mit dem Austrian Junior Cup, den wir heuer zum ersten Mal veranstalten, wirklich etwas Positives gelungen, was uns selber ja im täglichen Geschäft motiviert und schön anzuschauen ist. So ist es heuer erstmals zur Durchführung des Austrian Junior Cup gekommen. Diese neue Motorrad-Nachwuchsrennserie bietet Teilnehmern zwischen 13 und 20 Jahren die Möglichkeit, ihr Talent zu zeigen. Ja, es ist ein richtig cooles Gefühl, da das erste Mal den Cup gewonnen. Es war eine anstrengende Saison, wir haben uns nichts geschenkt. Es waren coole Fights und ja, jetzt bin ich schon erleichtert, dass ich jetzt schon Meister bin. Ja. Also Motorsport im Generell, das finde ich einfach cool. Der Lärm, die Beschleunigung, die Bremsen, also das Gefühl, wenn man bremst und Gas gibt und in die Kurven geht, das ist alles sehr, sehr speziell und da kriegt man einfach Gänsehaut, finde ich. Das ist einfach, man kann es nicht beschreiben, aber wenn man es macht, dann weiß man das, glaube ich.
Man will junge Menschen für den Motorradsport begeistern und sie auf ihrem Weg begleiten. Ganz klares Ziel: österreichische Talente bis in die Motorrad-Königsklasse bringen. Der Weg zur MotoGP ist aber kein einfacher. Je früher der Nachwuchs Erfahrungen sammeln kann, desto besser. Aus diesem Grund gibt es 2022 erstmals die Mini-GP Austrian Series für bereits 10- bis 14-Jährige. Wir haben aber relativ schnell gemerkt, dass wir darunter nur was brauchen, um einfach eine gewisse Breite zu haben und einfach auch immer wieder genügend Teilnehmer zu haben, um dieses Ziel, einen österreichischen Fahrer in der MotoGP zu haben, gerecht zu werden. Und nachdem das dann über die FIM und Dorna quasi dieses Mini-GP-Projekt, das ja weltweit ausgerollt wird, announced worden ist, haben wir gesagt, das wäre doch eine gute Möglichkeit, sowas in Österreich auch umzusetzen. Der Mini-GP sowie der Austrian Junior Cup sollen als Sprungbrett für eine weitere Karriere im internationalen Motorradrennsport dienen. Der Voitsberger Bürgermeister außer Dienst, der ist musikalisch. Das wissen wir und das wissen vielleicht auch Sie, wenn Sie unsere Sendungen regelmäßig verfolgen. Vor kurzem hat das legendäre Rock auf der Burg Obervoitsberg stattgefunden. Nicht nur mit dem Bürgermeister außer Dienst, sondern auch mit weiteren musikalischen Talenten. Die Creedence Clearwater Revival, die Eagles, Bonnie M., Prince und viele andere Stars gab es bei Rock auf der Burg in Obervoitsberg zu hören. Natürlich nicht in Originalbesetzung, sondern als Live-Cover. Um 19 Uhr gab es das Opening mit der Band Speed Club Graz, die die allseits bekannten Hits zum Besten gaben. Und nach etwa 90 Minuten wurde umgebaut und es gab das sozusagen letzte Konzert von Bürger Meixner and Friends. Aber ob es wirklich der letzte Auftritt vom Ex-Bürgermeister Ernst Meixner ist? Ja, auf alle Fälle. Jetzt bin ich schon fast 70 Jahre alt, spiele schon 50 Jahre Musik, habe vor 50 Jahren angefangen mit rhythmischen Messen und irgendwann muss ein bisschen Ruhe sein. Es gibt ja so tolle junge Talente, die gut spielen. Und auch der Voitsberger Bürgermeister zeigt sich musikbegeistert. Und da ist es egal, ob Schlager oder Rock. Eigentlich beides, generell Musik, beinahe alle Genres machen Spaß und alles, was man live sieht, ist natürlich ganz toll. Die Burg Obervoitsberg bietet ein tolles Ambiente und Rockmusik ist ja auch nicht zu verleugnen. Naja, vielleicht sehen wir ja Bernd Osprian demnächst auf der Bühne in den Fußstapfen von Ernst Meixner. Vom Bürgermeister her, ja, stimmt das natürlich, ob ich musikalisch in die Fußstapfen treten kann, das weiß ich nicht. Eigentlich glaube ich, dass er ein guter Musiker sein könnte. Wir werden ihn versuchen, ihn zu überreden, ob er vielleicht in einer Band mitspielt. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Oder ist der Bürgermeister etwa unmusikalisch? Nein, unmusikalisch nicht. Ich habe in jungen Jahren 8-jährige Geige gespielt, zum Beispiel. Also die Musikalität wäre vorhanden. Ausgelassene Stimmung bei den Besuchern und musikalische Highlights auf der Burg Obervoitsberg. Aber nochmal zurück zu Ernst Meixner. So ganz kann er die Musik dann doch nicht lassen. Dass ich dort und da ab und zu ein bisschen mitspiele, das wird schon geben, aber die Band selber in der Form wird es nicht mehr geben. Das war das mittlerweile legendäre Rock auf der Burg in Obervoitsberg. Und bis Mitte September stehen auch noch weitere Veranstaltungen in Voitsberg an. Sie ist ein wahres Multitalent und Murtalerin. Sie ist genauer gesagt aus Knittelfeld. Alena Grasegger ist dieses Mal in unserem Interview der Woche zu Gast. Bleiben Sie doch einfach dran, wenn Sie wissen möchten, was wir mit Multitalent meinen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Interview der Woche. Mir gegenüber sitzt eine ganz besondere Person, wieder einmal die liebe Alena Grasegger. Liebe Alena, hallo, schön, dass du Zeit hast. Hallo, freut mich. Alena, du bist Knittelfelderin und du bist ein Multitalent, würde ich schon sagen. Du bist Sängerin, du bist Tänzerin, du bist Performerin, Musical-Darstellerin. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Was machst du denn in deinem Leben? Was mache ich in meinem Leben? Also ich bin Sängerin, Tänzerin, Choreografin, leite eine Showdance Academy, eine internationale in Knittelfeld.
mit ganz tollen Kollegen aus der ganzen Welt. Dort werden Kinder und Erwachsene und Jugendliche unterrichtet in Luftakrobatik, Akrobatik, Tanz, Gesang, also ganz tolle Sachen. Und mein Steckenpferd ist es, Shows zu kreieren, Musicals zu schreiben. Also ich bin auch Produzentin und Regisseurin und das ist so ein bisschen mein Herzblut, ja. Also da bin ich zu Hause. Ich habe schon erwähnt, du bist Knittelfelderin, du bist auch hier geboren. Von Knittelfeld quasi in die weite Welt hinaus, wie macht man das? Ja, wie macht man das? Also ich bin hier zur Schule gegangen, habe ja auch Matura gemacht in Knittelfeld und mein Herz lag immer beim Tanzen. Das war noch in einer Zeit, wo Tanzen halt noch kein super cooles Hobby war, sondern wir mussten täglich nach Graz reisen. Ich habe ein Stipendium bekommen und war dort in einer großen Ballettschule, habe alle Tanzstile gelernt und irgendwann nach der Matura hat es halt geheißen, mach einen ordentlichen Job, lern was Gescheites. Habe ich gemacht, als Unternehmerprüfung studiert und so weiter, aber es ist immer Richtung Kunst gegangen, habe dann Gesang dazu gemacht, alles nebenher und wollte es dann wirklich wissen und bin nach Amerika gegangen auf eigene Faust, nachdem ich hier ja, Staatsmeistertitel gewonnen habe. Meine Schüler haben alles gewonnen, hat es irgendwie nichts mehr gegeben und die wollte es einfach wissen. Also die richtigen Tanzstile, die mich interessieren, Hip-Hop, Showdance kommen von dort und da wollte ich mal schauen, wo ich ungefähr stehe und was es noch so gibt. Und dann war ich unterwegs. Dann von Knittelfeld nach Amerika mit Zwischenstopp in Graz. Ja. Wie lang warst denn du in Amerika und was hast du dort alles erlebt? Ich war immer wieder dort, beziehungsweise Kollegen von dort sind dann nach Österreich gereist. Also es sind wirklich die Star-Choreografen von Christina Aguilera, Britney Spears, die machen riesige Shows wie Victoria's Secret und so weiter. Und mit denen durfte ich arbeiten. Gerade diesen Sommer wieder ist es jedes Mal ein Erlebnis. Also ich bin wirklich dankbar, wenn ich dort stehen darf und mit ihnen arbeiten darf. Und ja, was erlebt man dort? Man erlebt wirklich Tanzen und Gesang, also diese Kunst von der Basis weg, was es heißt. Dort gibt es eigentlich alles, was man sich wünschen kann. Man kann jeden Tag trainieren, man kann zu Castings gehen, man hat Auftritte. Ja, alles, was das Herz erfüllt. Was war denn für dich der beeindruckendste Auftritt in deiner Karriere bis jetzt? Puh, mein beeindruckendster Auftritt. Wir haben so viele unterschiedliche Auftritte. Also ich habe ja diese Tanzschule und da kreiere ich jedes Jahr eine Riesenshow für die Kinder. Das ist jedes Mal ein Erlebnis, weil ich stehe dann hinter der Bühne und muss weinen, wenn ich meine Kinder im Rampenlicht sehe und die sind dann... Die lassen die Bühne wirklich brennen und das Publikum steht auf und ist begeistert. Also das ist jedes Jahr ein Highlight. Was ein besonderes Highlight war, war zum Beispiel die Ausseherin in Battersee und die Zirbenlandlerin in Judenburg. Da durfte ich eben zuerst für Battersee und dann für die Stadt Judenburg ein Musical schreiben, habe eine internationale Cast zusammengestellt und durfte dann auch selber auf der Bühne stehen mit einer kleinen Rolle neben diesen Darstellern und das war ganz, ganz großartig. Also das war schon eines der Highlights. Ich glaube, das Gefühl kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das selber quasi geboren hat, auf die Beine gestellt hat und wenn man dann die Show sieht, das Publikum, das begeistert ist, was fühlt man dann? Stress. Also okay. Für mich ist das immer Stress, freudiger Stress. Also ja. Ich mache ja ziemlich alles. Das heißt, wenn ich ein Musical schreibe oder eine Show, dann habe ich, ich schreibe den technischen Ablauf, das heißt, ich weiß, was passiert, welches Licht geht an, zu welchem Zeitpunkt. Aus Sicht vom Techniker, ich weiß, wie das fürs Publikum ausschaut, ich weiß von jedem Darsteller, wie das ausschaut, weil ich mache ja auch die Choreografien. Also das kriegt man gar nicht so mit, aber ein besonderer Moment war es in Battersee, da hatten wir Generalprobe und ich bin gerade mit meinen Mädchen, also meiner Showdance Company, die habe ich auch ausgebildet, auf der Bühne gestanden und dann hat es geheißen, der Hausmeister hat geschrien, der hat dann so mitgelebt, jetzt ist ausverkauft, zwei Vorstellungen an einem Tag waren ausverkauft und da haben wir uns dann wirklich einmal umarmt und Freudentränen geweint, die Generalprobe wurde on hold gestellt und das war wirklich, also das hat mein Herz höher schlagen lassen, das war ganz toll. Das spürt man auch, wenn du davon erzählst. Ich kann mir vorstellen, das Showbiz, das ist doch ein Beruf mit ganz vielen Herausforderungen und Emotionen, egal jetzt, ob körperlich oder geistig, oder? Ja, natürlich. Also
man sagt, es ist wie ein Seelenstriptease, den man da macht auf der Bühne. Das heißt, egal was privat passiert, ob man krank ist, ob einer der Lieben krank ist, ob was passiert, ob man Stress hat, ob man mal Probleme hat mit Kollegen oder privat, man muss dann rausgehen und wirklich in diese Rolle schlüpfen und professionell sein und sagen, okay, jetzt mache ich das, das ist mein Job. Also man muss sich da wirklich mit Herz und Seele dem Job verschreiben. Das ist, es verlangt einiges ab. Und natürlich, was sehr anstrengend ist, besonders in Österreich, die Kultur hier ist, was Tanzen angeht, noch nicht so gewachsen, dass man sagt, da hat man immer vor Jobs. Das heißt, man muss wirklich immer überlegen, was macht man weiter. Man muss immer flexibel sein, verschiedene Jobs annehmen. Da habe ich Glück, denn ich bediene ja verschiedene Bereiche, das heißt Gesang, verschiedene Tanzstile, kann genauso als Coach arbeiten, arbeite mit vielen Institutionen zusammen, Kinder, Erwachsene, also da tut man sich ein bisschen leichter. Aber der Job an sich ist eigentlich 24/7. Das ist so, ja. Du hast ja schon vorher erwähnt, du hast eben deine Showdance-Akademie in Knittelfeld. Wen spricht die jetzt an? Kinder hast du jetzt schon erwähnt. Ja. Erwachsene, braucht man auch Talent dafür oder kann man einfach kommen, weil man denkt, ja, ich habe Spaß am Tanzen, ich möchte ein bisschen was Neues lernen? Genau, also Tanzen ist ja einfach die Sprache mit dem Körper. Wir bilden auch Sänger aus. Da haben wir ganz, ganz tolle Kollegin, die Lisa Valentin aus Wien, die war Theater an der Wien, wird auch von Brüssel gefördert mit ihren tollen Produktionen. Gebürtige Judenbürgerin, also wir haben super Kapazunder hier und ja, es können alle kommen zwischen 4 und 99. Wichtig ist, dass man Spaß hat. Also es ist ganz egal, ob man sich einfach nur bewegen will, ob man akrobatisch gut ist oder jetzt sagt, ich tanze so gern. Das Wichtigste ist, dass man Spaß hat und den Rest übernehmen wir. Was ist denn der größte Unterschied zwischen der Arbeit mit Kindern und der Arbeit mit Erwachsenen? Wo, tun sich die Kinder vielleicht irgendwo leichter? Ja. Also Kinder sind einfach super ehrlich. Ja. Und bei mir ist es so, die Kinder, das haben mir die Eltern erzählt, die laufen wirklich vom Parkplatz rein, schmeißen die Tür auf und rennen rein. Alle, 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 alle. Also die warten die ganze Woche auf diese Stunde und sind dann mit Begeisterung dabei. Und du merkst auch, also die haben fast keine Angst. Also die machen einfach alles, egal ob am Tuch 4 Meter Höhe oder am Boden. Und die stellen sich ja hin und zeigen, was sie können. Ab und zu muss man sie ein bisschen aus der Reserve locken. Und bei den Erwachsenen, ja, wir haben halt schon diese Masken, also wir sind halt schon sehr vorsichtig, aber ich glaube, das gelingt uns recht gut, die dann auch abzuholen und mitzunehmen, weil wenn sie dann auf der Bühne stehen, also die sind alle Wahnsinn, sind ganz toll. Das, du sprühst richtig vor Liebe zu deinem Beruf, das merkt man da wirklich an. Das Gefühl hupft ein bisschen zu mir herüber. Ja, super. Was war denn eigentlich das, dass du gesagt hast, ich komme wieder zurück nach Hause, das Murtal hat mich wieder. Behält man die? Werden wir die überhaupt behalten? Also ich hoffe schon, weil ich muss sagen, ich war weltweit unterwegs und wir haben es so schön hier. Wir haben es wirklich schön, ja. Also es ist ganz toll und es tut sich so viel. Also ich merke das auch, diese Projekte mit Gemeinde und so weiter. Also es ist ein irrsinniger Boden dafür, Kunst, Tanz, Freude, Spaß, Gesang. Ja, ja, wie bin ich zurückgekommen? Gute Frage, jetzt muss ich überlegen. Eigentlich habe ich einen kurzen Zwischenstopp eingelegt, weil ich bin von Amerika zurückgekommen und habe schon hier gewohnt und war dann untertags immer unterwegs international und habe nur hier geschlafen. Und dann habe ich aber meinen Freund kennengelernt und wir haben dann eine entzückende Tochter bekommen. Und dank Corona sind wir jetzt ein bisschen sesshaft geworden, es ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Und da hat sich hier eben einiges entwickelt. Also es hat immer alles einen Sinn. Und ich glaube, die Murtalerinnen und Murtaler haben eine Riesenfreude mit dir. Das hoffe also ich. Bleib bitte gern da. Gerne, sehr gerne. Liebe Alena, ich habe jetzt zum Abschluss noch unseren Kanal 3 Wort Rap für dich. Ich sage immer ein Wort und du antwortest mir bitte spontan mit einem Wort. Ausgleich. Natur. Zukunft. Freude. Herbst. Sonne. Schöne Antwort auf das Wort Herbst. Viele würden vielleicht sagen, Regenwetter, kuschelig, aber Sonne ist richtig passend, auch passend zu dir als Person. Liebe Dankeschön. Alena, vielen Dank für das sympathische Interview. Ich sage danke. Vielleicht sehen wir uns ja mal, vielleicht sehen wir dich noch öfter bei deiner Arbeit. Das wäre auf jeden Fall sicher super interessant. Für heute war es das. Vielen Dank und ganz, ganz viel Erfolg und Freude weiterhin in deinem Beruf. Vielen lieben Dank.
Hier im BFI Kapfenberg haben wir den Schwerpunkt Gesundheit und Soziales. Bei uns können Sie die Ausbildung zum Pflegeassistenten oder zur Pflegeassistentin absolvieren, sowie zur Heimhelferin oder zum Heimhelfer. Darüber hinaus bieten wir noch die Diplomausbildung zum Seniorenanimateur oder Seniorenanimateurin an und die Möglichkeit, die Ausbildung zur Tagesmutter oder Kinderbetreuerin zu absolvieren. Die Textilindustrie verursacht mehr schädliches CO2 als der weltweite Flug- und Schiffsverkehr zusammen. Wir bei Biostoffe.at gehen neue Wege und bieten zertifizierte Biostoffe aus umwelt-, tier- und menschfreundlicher Produktion. Neben einer riesigen Auswahl an Meterware umfasst unser Sortiment Schnittmuster und Nähbücher, Füllmaterial, Nähmaschinen und Nähzubehör. Fair und ökologisch nähen mit Biostoffe.at. Fahren Sie mit der MVG in die Salzwelten-Hallein und erleben Sie eines der ältesten Schaubergwerke der Welt. Busfahrt inklusive Führung im Salzbergwerk plus ein Bergmannsgruß mit Brot, Salz und Schnaps. Alle Infos zur Buchung gibt's unter mvg-kapfenberg.at. Momentan kann man sich noch gratis Corona-Selbsttests in der Apotheke holen. Diese Wohnzimmertests, die hören sich aber auf. Was halten Sie denn davon? Genau diese Frage haben wir in unserem Spontan der Woche gestellt. Spontan! 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 Spontan natürlich! Diese gratis Wohnzimmertests, die sollen ja kostenpflichtig werden ab November. Wie stehst du dazu? Ja, ich muss sagen, wenn man dann trotzdem sagt, man geht in der Apotheke und es schaut einfach irgendwer zu und dafür, also dass das halt dann gratis bleibt, weil das wird ja bleiben in die Apotheken, dann denke ich mir, ist das ganz okay. Und wenn wer drüber schaut beim Testen, ist ja nicht schlecht, weil es sollte sich jeder ordentlich testen und nicht irgendwas mit den Tests machen. Also finde ich, ist das eigentlich ein guter Weg, wenn man sagt, man geht in die Apotheken, dafür in jeden Ort der Apotheken, dann kann ich mir das schon vorstellen. Okay. Finde ich nicht gut. Warum? Weil in dem Moment, wo etwas kostet, werden viele nicht gehen. Weil so geizig sind die meisten. Da haben sie scheinbar lieber, gehen sie auf das Risiko einer Krankheit ein, als wie sie zahlen was. Es ist im Menschen so leider drinnen. Ja, ich brauche es ehrlich gesagt nicht. Ich bin schon geimpft und bei mir ist jeder in der Familie geimpft. Also kommen wir mit dem Thema eigentlich gar nicht in Verbindung. Ja. Also testest du dich auch nicht mehr, weil du geimpft bist? Nein, wenn ich mich krank fühle oder so, dann lasse ich mich schon testen, weil es geht ja um mich, ich will ja nichts austeilen. Aber so braucht man es sonst nicht. Und dann teste ich mich mit und zahle das. Mhm. Und Sie glauben auch, dass viele andere da kein Problem haben? Das weiß ich nicht, aber ich kann nur von mir reden. Das finde ich keine gute Idee. Weil wenn das was kostet, dann tut das ja fast niemand. Endeffekt, solange es gratis ist, stimmt, machen sie es eh. Aber wenn es dann ein paar Euro kostet, ja um Gottes Willen, werden wir da das Geld nicht rausschmeißen. Ich finde es gemein, dass die Tests von zu Hause aus wegkommen, weil ich will mich nicht impfen lassen. Und da wird man eigentlich regelrecht zwungen dazu. Naja, ich bin eigentlich der Meinung, dass die Wohnzimmertests sowieso nicht so aussagekräftig waren. Also ich bin auch ich arbeite in Wien und deswegen, also da haben wir gratis PCR-Tests gehabt. Das fände ich eher schade, wenn die wegkommen. Aber ja, natürlich kann ich es verstehen, dass man es ein bisschen nutzt, um die Leute wohin zu bewegen. Spontan natürlich. Eine Grazerin, die Trends setzt, aber sicher sieht. Genau so lautet unser Thema des aktuellen Stadtgesprächs. Geplaudert wird diese Woche mit Frau Magister Claudia Brandstätter. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, bei unserem Stadtgespräch. Fein, dass gerade wir uns hier wiedersehen. Hier, das kennen Sie, die Merkur Versicherung, das Headquarter in der Grazer Konrad-von-Hötzendorf-Straße. Und heute habe ich mir eine Dame geladen, da sage ich mal, eine Grazerin, die Trends setzt, Fragezeichen vielleicht, ich werde sie fragen, aber vor allem sieht sie
und erkennt sie die Trends und sie weiß, wie damit umzugehen ist und wie sie zu interpretieren sind. Auch spannend. Ich freue mich, dass Sie sich interessieren und ich freue mich auf Magister Claudia Brandstätter. Hallo und willkommen, freue mich. Die Chefin von bmm.at heißt was? Brandstätter Matuschkowitz Marketing. Na, und bitte. Ist verantwortlich dafür, dass in Zukunft vieles erkannt wird und auch gemacht wird. Gehen wir es der Reihe noch durch. Zuerst vor dem Machen geht es um das Erkennen. Ja? Genau. Trends zu sehen und zu erkennen. Dann reden wir von welchen Trends, in welchen Branchen, Metiers arbeitest du? Ganz unterschiedlich. Ja. Zum einen im Bereich Business to Business. Da ist der Vorlaufzeit natürlich. Ist die Vorlaufzeit natürlich wesentlich länger, aber es geht natürlich auch um Konsumtrends und vor allem geht es auch um die Fragestellung, wie schafft man es, das Verhalten der Menschen mittels durch Trends positiv zu beeinflussen. Ist klar. Für die Wirtschaft natürlich, die sind deine Auftraggeber und sag, liebe Claudia Brandstätter, wir sind gerade, korrigiere mich, wenn ich Quatsch rede, ja, wir sind gerade daran, die Strategie für 2022 zu konzipieren mit unserem Produkt, das wir haben. Um das tun zu können, wollen wir wissen, wie der Mensch tickt, wohin die Trends gehen. Stimmt das mal so? Genau so, der Horizont ist etwas weiter. Also würden wir heute uns die Frage stellen, was 2022 sein wird, ist ein bisschen spät. Okay. Aber sagen wir mal so, mit einer Vorlaufzeit von 3 Jahren kann man nicht nur erkennen, sondern auch die jeweiligen Trends nutzen und sie als Unternehmen zu einer Tatsache machen. Das ist klar. Oh ja, klar. Welche Qualitäten brauchst du und dein Team eigentlich, um zu sehen, um solche Trends überhaupt zu erkennen einmal und, sie, und vor allem sie dann auch zu bewerten? Und sag uns ein Beispiel vielleicht. Zum einen einmal ist es natürlich wichtig, dass man die Instrumente der qualitativen Marktforschung beherrscht. Aber ja. Ich sage einmal, das braucht das man auch. Ja. Also das braucht man auch, wenn man ganz normal Marktforschung betreibt. Also gerne mit Menschen reden, tiefen Gespräche führen, narrative Diskussionen, aber vor allem auch beobachten und auf Grundlage all dieser Daten dann entsprechend zu transformieren. Mhm. Trendforschung ist im Prinzip eine Fülle von Daten so zu transformieren, dass man etwas findet, wo man in Zukunft gestalten kann und was neu ist, was Positives gibt, was mit positiven Emotionen zu tun hat. Es geht also um Transformation. Vielleicht kannst du ein Beispiel sagen, nur mal ein Beispiel, dass man sich das vorstellen kann, wie ihr arbeitet. Beispielsweise, wenn es ums Essen und Trinken ja, geht. Gute Idee, ja. Ich glaube einmal, das Bauchhirn ist ja für vieles ein verlässlicher Inputgeber. Wenn es ums Essen und Trinken geht, zum Beispiel, wer wird was in Zukunft kaufen? Wir wissen mittlerweile, dass natürlich Herkunft und biologische Lebensmittel eine Rolle spielt. Ja. Die Frage ist aber nicht, wer schätzt es, sondern wer ist bereit dafür auch mehr zu bezahlen. Ja. Und unsere Aufgabe ist es, da mal drauf zu kommen, wer von jenen, die drauf Wert legen, auch bereit sind, entsprechend für höhere Leistung etwas zu zahlen und unter Umständen dadurch auch ihr Ess- und Trinkverhalten zu verändern. Mhm. Beispielsweise, ich kaufe nur mehr hochwertiges Fleisch und zahle dafür gerne mehr, kenne mich aus und erkläre Fleisch als eine wichtige Beilage. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, ja, wo man erkennen kann, es geht nicht nur um Herkunft, Bio, es geht um Bezahlen und ein Neubewerten, zum Beispiel Thema Fleischessen. Okay, man muss natürlich dann auch qualitative Größen haben. Also wenn ich jetzt nur 10 Leute befrage und davon sagen 7 ja, bin bereit, dann kann man nicht dann umsetzen mal 100, mal 1000, mal 1 Million. Also es braucht schon qualitative Größen. Und wie kommt ihr jetzt zu diesen Menschen? Also Tatsache ist einmal, wenn etwas in Bewegung ist, ist es immer eine kleine Mehrheit, die dafür sorgt, dass etwas in Bewegung kommt. Man kann davon ausgehen, es sind 7-11% der Menschen, die gerne Neues annehmen, wenn es Sinn gibt. Ja. Daher ist die Frage nicht so sehr, wie viele werden von uns befragt, sondern wie finden wir genau jene, die in weiterer Folge dafür verantwortlich sind, dass neue Wege schnell angenommen werden, die sogenannten Innovatoren und Pioniere. Ich könnte auch sagen, die attraktive Erstzielgruppe. Die Trendsetter. Ja, aber vor allem auch jene, die aufgeschlossen sind,
beziehungsweise die auch bereit sind, ihr Wissen in Verhalten münden zu lassen. Okay, und da auch eine gewisse Vorbildfunktion haben, die Mehrheit sagt, da, wenn der, dann auch ich oder so. Und auch Menschen beeinflussen, die darüber erzählen, die über ihre eigenen Erfahrungen gerne berichten. Die auf Social Media natürlich heutzutage. Social Media, aber nicht nur, weil die letzten Monate haben uns gezeigt, dass wir in allen Bereichen nicht mehr entweder oder haben, sondern sowohl als auch, also hybride Wege. Gott sei Dank. Ich glaube, gerade wenn es um Trends geht, ist es wichtig, dass man den realen Weg, dieses Resonanz bekommen auf Augenhöhe, diese agilen Wege nicht außer Acht lasst. Das tut auch ihr. Ihr geht auf Menschen zu oder macht ihr auch hybride Modelle, Online-Befragungen, Direktgespräche? Wie kann man sich das vorstellen? Also ganz vieles läuft bei uns entweder über Stimme oder Stimme und Person, gerade wenn es um die Zukunft geht. Ergänzend, unterstützend natürlich andere Möglichkeiten, auch die Online-Marktforschung. Aber ich kann sagen, je mehr es in die Zukunft geht, umso mehr gewinnen persönliche Gespräche, Diskussionen bzw. angenehme Erzählungen eine zentrale Rolle. Also die Claudia Brandstätter kann gut und mag mit Menschen. Ja, ist, glaube ich, gehört zum Grundprofil deines Jobs. Wenn es nicht so wäre, wäre es eh falsch. Ja. Also gerne ein bisschen quatschen mit Menschen und reinhören und zwischenhören und interpretieren. Vielleicht eine Zwischenfrage noch, die gerade vielleicht auch für dein Metier so, und du hast es eh schon angedeutet, wichtig war, inwieweit hat sich da manches auch in deinem Tun in diesen vergangenen beiden Jahren jetzt verändert? Auch in der Bewertung dessen, wie Menschen tun, ticken, bereit sind, was von sich herzugeben? Ganz vieles war ja schon in Bewegung, aber die Geschwindigkeit hat sich enorm, ich würde da mal sagen, erhöht. Zum einen merkt man ganz, ganz deutlich, dass persönliche Gespräche wieder dazu führen, dass Menschen nicht nur zuhören, sondern gerne über Dinge nachdenken. Mhm. Und das ist ja ein Garant für Wissen. Und Wissen ist der beste Rohstoff für zukünftiges verantwortungsvolles Verhalten. Das war mal so die erste wesentliche Erkenntnis, wirst du haben, dass Menschen Verantwortung übernehmen, musst du mit ihnen reden auf Augenhöhe und gute Antworten parat haben, gute Lösungen. Ja. Das Zweite, was sehr auffällig war, ist auch in meinem Metier diese Sehnsucht nach Menschen. Mhm. Also ich würde fast sagen, das Comeback der Menschlichkeit. Doch bevor super, jemand doch gerne, super. Bevor jemand gerne etwas ausfüllt, ist ein Telefonat viel angenehmer. Also die Sehnsucht nach Menschen. Und das Dritte, was sehr auffällig war, und da bin ich sehr froh, dass es jetzt so schnell gegangen ist, nämlich wenn man positiv auf Menschen zugeht, wenn man mit positiven Emotionen auf Menschen zugeht, hat man viel mehr Daten und viel mehr Möglichkeiten, das zu echten Informationen zu transformieren. Ich könnte auch sagen, positive Emotionen haben sich und lohnen sich so sehr wie noch nie. Das Wort positiv fällt bei dir sehr oft, was mir sehr gut gefällt. In deiner Arbeit ist es dann so, auch von deiner Grundausrichtung, du möchtest im Idealfall, man, das kann man nur bedingt vorgeben als Trendforscherin, ne? Du siehst die Dinge, wie sie sind, aber in die Dinge in die positive Richtung aus deiner Interpretation bewegen. Wie würdest du das mir erklären? Sehr wohl ist es unsere Aufgabe, etwas zu finden, das positiv beeinflusst. Mhm. Mal ist es leichter, mal ist es nicht ganz so leicht. Aber die Aufgabe ist es, potenzielle Gestaltungsmöglichkeiten zu finden. Und es kann nicht Aufgabe sein, zu sagen, da geht gar nichts mehr. Ist so, das, ne? Als solches. Ja. Also, und schon gar nicht abfinden. Es geht also darum, dass man echt etwas findet, wo man gestalten kann und wo diese Gestaltung auch Sinn gibt für Menschen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass der Maßstab der Zukunft jetzt abseits von ökonomischen Maßstäben die Lebensqualität sein wird. Mhm. Das heißt also, wir werden uns alle viel mehr kümmern müssen, was
tragen wir zur Lebensqualität nicht nur unserer Kunden und Mitarbeiter, sondern was tragen wir zur Lebensqualität im Umfeld bei? Und Trendforschung soll helfen, dass die Lebensqualität insgesamt steigt oder dass die Anzahl der glücklichen Jahre zunehmen. Claudia Brandstätter, das hört man gerne. So kann man nämlich seinen Job auch verstehen und so soll man ihn verstehen, wenn du mir das erlaubst, das so mal zu deponieren. Du sagst dir selbst, Trendforschung ist kein Kann und so ein Nice-to-have-Tool, sondern ein Muss geworden, genau in diesem Sinne, wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Mhm. Es geht um den Menschen. Wir haben ja viel zu viele Daten, deswegen gibt es auch so viele Widersprüche. Es kann passieren, dass man heute das eine am Morgen, das andere an richtig. Daten konsumiert. Aber bitte, Daten sind Rohstoff. Ja. Wenn ich heute Trendforschung betreibe, muss ich transformieren. Ich muss aus vielen Daten, die ich miteinander verknüpfe, Informationen produzieren, mit denen Menschen bzw. Unternehmungen etwas gestalten können. Mhm. Daher erlaube mir die Ergänzung, Daten verwirren, Infos geben Sicherheit. Mhm. Daten zerstören Orientierung, Information gibt Orientierung. Ich könnte auch sagen, Sicherheit und Orientierung ist Aufgabe der Trendforschung, nämlich, dass man etwas findet, für das es sich lohnt, zu leben, zu arbeiten und so weiter. Rein zufällig hast du ein Buch mitgebracht. Ganz zufällig. Klasse. Die Neuvermessung der Wertschöpfung. Ja. Ist das genau das, von dem du gerade gesprochen hast? Das ist ein Ergebnis draus. Und zwar, Neuvermessung bedeutet, wenn man Wertschätzung zeigt, kann man von jemand anderem Wertschöpfung, sprich Geld, verlangen. Verstehe. Wer nie Danke sagt, wer nie Respekt zeigt, wer keine Wertschätzung äußert, muss wenigstens billig sein. Das ist richtig. Aber inwieweit, ich meine, das ist, wie gesagt, eine schöne Philosophie deines Tuns. Inwieweit deckt sich das dann manchmal, oder inwieweit, sagen wir es wieder positiv, bist du dann sehr aufklärerisch und visionarisch auch gegenüber deinen Auftraggebern, die möglicherweise ein ganz anderes Verständnis dessen haben, was du tun sollst. So, wo sind die Daten, wohin gehen die Trends und entsprechend tun wir. Das ist nicht das, was Claudia Brandstätter leisten will, wie ich jetzt gelernt habe. Also inwieweit lassen sich auch deine Auftraggeber in eine Neuvermessung ihrer eigenen Wertschöpfung leiten ins Positive? Sagen wir es einmal so. Das sind ja Haltegriffe für meine Auftraggeber. Haltegriffe in eine begehrliche Zukunft. Das quantitative Wachstum hat so viele negative Aspekte an Menschen herangetragen, dass wir ab sofort neu definieren müssen, qualitatives Wachstum. Und jedes Unternehmen, jedes lokale, jedes internationale Unternehmen hat es in der Hand, über qualitatives Wachstum nachzudenken. Qualität wird in Zukunft eine zentrale Rolle spielen. Ich will natürlich nicht wegleugnen, dass ab einer bestimmten Größe auch ein Marktanteil notwendig ist. Yeah. Ich behaupte nur, mir ist lieber ein kleinerer Marktanteil, aber begeisterte Kunden, die gerne mehr zahlen. Also ich könnte auch sagen, mit weniger Umsatz mehr Gewinn macht Unternehmungen langfristig frei. Aber dazu muss natürlich auch, ich kann es mir nur vorstellen, in den Köpfen mancher Manager und Vorstände und Vorstandsvorsitzenden auch was passieren. Nicht? Also insofern, wenn er mit dir redet, sagt, was sagt du, lieber Vorstand und lieber Vorstandsvorsitzender, der Erfolg deines Unternehmens ist also nicht nur die Bilanz des Geschäftsjahres, sondern der Erfolg deines Unternehmens ist in die Zukunft gerichtet und diese Zukunft ist vielschichtiger als die Bilanz. Mhm. Kommt das an? Nein, oder musst du manchmal umgekehrt gefragt sagen, okay, er will es nicht verstehen, er kriegt jetzt einfach die Daten, die er will und da sind die Trends. Das deprimiert und frustriert, ja, aber... Die Frage möchte ich dreifach beantworten. Zum einen ist es einmal... Ich will ja jemanden Möglichkeiten und Potenziale aufzeigen. Das ist immer eine Frage, welche Informationen hält man für jemanden in welcher Verknüpfung parat. Okay, ja. Das Zweite ist natürlich, dass es ein ehrliches Anliegen ist, dass jemand anders auch nachdenkt, sein Wissen anreichert und verhält. Der dritte Punkt erscheint mir aber der griffigste zu sein.
wir haben ja abseits des ökonomischen Erfolges ja auch das Thema, wie viel ist deine Marke wert? Mhm. Und wir haben mittlerweile ganz viele Unternehmungen, die sind fünfmal so viel wert, wie sie Umsatz pro Jahr machen. Das zeigt davon, dass es sich lohnt, in Qualität und Wertschätzung zu investieren. Der Markenwert, obwohl es natürlich viele Möglichkeiten gibt, diesen zu berechnen, der Markenwert ist echt eine Maßzahl, wie gut ein Unternehmen, wie gut Manager drauf sind, abseits natürlich der Bilanzzahlen. Ja klar, aber ich denke mir, ich bin froh, dass da schon vieles in diese Richtung gekippt ist. Gekippt nicht oder eine weitere Weiche aufgemacht wurde. Und wenn ich dich so höre, bin ich optimistisch, dass wir breiter aufgestellt und breiter denken werden. Liebe Claudia Brandstätter, hochinteressant. Wenn ich dich jetzt zum Schluss frage, so quer gefragt, was meinst du, werden, wurscht, welche Branche, welches Thema, welche Idee, die zwei, drei großen Trends unserer Gesellschaft hier in Graz, in der Steiermark, in Österreich sein, wo wir uns hinbewegen werden? Zum einen einmal müssen wir es wieder schaffen, den Alltag von Menschen positiv zu beeinflussen. Das ist, glaube ich, einmal ein ganz wesentlicher Punkt als Arbeitgeber bzw. als Anbieter. Mhm. Da steht uns viel bevor. Ich glaube nicht, dass wir diskutieren sollten, wie viele Stunden jemand arbeitet, sondern wer wie gerne arbeitet, ja, ja. Weil das erzeugt Output. Also es geht vor allem darum, wie schafft man es, den Alltag positiv anzureichern. Die zweite zentrale Bewegung, die ich sehe, ist, wie schafft man es, dass man Menschen wieder neugierig macht? Mhm. Dass sie sich eigeninitiiert mit etwas beschäftigen, dass sie sich echt für etwas interessieren. Und das ist für mich so schön, wenn oft junge Menschen, wenn sie neugierig gemacht werden, innerhalb einer halben Stunde beschließen, dass sie ihr Verhalten ganz anders setzen werden. Und der dritte Weg, es führt kein Weg um Neoökologie herum. Also wir werden uns verdammt anstrengen müssen, dass wir die Ressourcen, die da sind, sinnvoll nutzen, Sinnfrage beantworten und gleichzeitig aber auch auf das Thema Zeit schauen. Menschen wollen ihre Zeit sinnvoll genutzt sehen. Schöne Sache, hoch angenehm mit dir zu reden, macht so ein bisschen positiver in den Tag. Das ist schön. Du schaust auch ganz freundlich rein. Ja, ich schaue freundlich rein, weil ich jetzt da gern mit dir geplauscht habe und ich einfach froh bin, dass du die Dinge so siehst, wie du siehst, und das macht mich einfach insgesamt ein bisschen optimistischer. Bleib so. Danke schön. Treib die Trends in diese Richtung, sag ich jetzt mal, obwohl genau. Du sie nicht treiben kannst. Du weißt ja, 7% verändern die Welt. Sie müssen nur denken und handeln, dann wird alles viel besser. Agilität gefragt. Und alles wird gut, sagen wir zum Schluss. Liebe Claudia Brandstätter, danke schön, dass du mein Gast warst. Alles Gute. Danke für die Einladung. Weiterhin sehr, sehr gerne. Ihnen, meine Damen und Herren, ich hoffe, wir haben Sie gut oder die Claudia Brandstätter gut inspiriert und Sie sind jetzt um das Einzel ein bisschen glücklicher und optimistischer. Alles Gute, wir sehen uns. Jetzt kommen unsere Kurznews aus der Steiermark. Die Steirischen Jungbauern, die Jugendorganisation des Steirischen Bauernbundes, haben einen neuen Vorstand gewählt. Der bisherige Obmann Leonhard Madl ist nicht mehr zur Wahl angetreten. Der 25-jährige Milchbauer Ralf Wagner aus Admont ist der neue Obmann von rund 4.500 Jungbauern in der Steiermark. Sommerjahresbilanz im Tourismus. Es geht aufwärts in der Steiermark. Der Abstand zu den Tourismuszahlen von vor Ausbruch der Corona-Krise wird kleiner. Das zeigt die aktuelle Hochrechnung der Landesstatistik für die Halbzeit des Sommers 2021. Von Mai bis Juli ist gegenüber 2020 bei Gästeankünften ein Plus von 22,6% erreicht worden, bei den Nächtigungen ein Plus von 21,9%. In Sachen Kinder- und Küchenliebe hat sich SOS Kinderdorffreundin Renate Zierler bereits einen Namen gemacht. Mit gutem Geschmack für die gute Sache tischt die Krankenschwester, zweifache Mutter und Fernsehhobbyköchin auch in diesem Jahr wieder groß auf. Das ganze Jahr kocht Renate Zierler einmal im Monat in einem Restaurant gemeinsam mit Spitzenköchen und Promis aus der Region. Und das zugunsten der SOS Kinderdörfer.
Dieses Mal fungiert das Häuserl im Wald in Graz als Gastgeber für diese einzigartige Aktion. Am 28. August hat das KSF-Gym Leoben mit 3 Athletinnen an der BKS Fight Night in Budapest teilgenommen. Nach 2 klaren und einer knappen dritten Runde musste man die Entscheidung der Punkterichter für die gegnerische Ecke hinnehmen. Der nächste Auftritt der Leobner Athletinnen findet im Rahmen der österreichischen Muay Thai-Meisterschaften am 9. Oktober in Leoben statt. Wir sind am Ende unserer aktuellen Sendung angelangt. Alle Berichte zum Nachansehen gibt's auf unserer Homepage kanal3.tv. Wir sind auch auf Social Media vertreten und freuen uns, wenn Sie uns auch dort folgen. Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen eine wunderschöne Woche und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Musik